Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in Gut Hohenluckau. Und schön, dass ihr wieder dabei sind. So, hallo. Ist der Häcksler schon auf dem Feld? Ja, der fährt schon. Ah, okay. Okay. Ein Helfer oder? Ja, ein Helfer. Okay. Also ich habe mir schon mal einen Abfahrer geschnappt. Wie viel passt noch in die Silo rein? Weiß nicht. Gerade erstmal halb voll. Ah, okay. Ah, da haben wir noch was vor uns. Ach ja, die Tage hochsetzen. Haben wir das schon gemacht, oder? Nein, sollte man noch machen. Ja, das mache ich gerade. Adrian, fährst du mit ab oder gehst du auf den Heckler? Ich fahr mit ab, ich will noch mal gucken. Okay. Oh, da sind wir aber schon weit mit dem Maisfeld, wenn wir schon da oben sind. Ja, so viel ist es noch nicht. Ladest du als erstes, Adrian? Mach du. Ja, okay. Bin bei 90%. Dann machen wir so, dass immer zwischen einmal eine wieder Silo schiebt, oder? Braucht man nicht. Ah, okay, okay. Wenn wir hochfahren, den rückwärts hinten abkippen, alles gut. Ich bin voll. Ja, okay. Nur ab und zu mal zum Verdichten fahren. Okay. Sauber positionieren, sonst
Vater da wieder. Gut, man muss wahrscheinlich sowieso später noch manuell mal ein paar Sachen nachhäckseln, aber sonst macht er seine Arbeit eigentlich ziemlich gut. Den Strom müssen wir dann auch bald reinholen, wahrscheinlich. Weiß ich gerade, ist auch kaputt oder? Na klar, jetzt gibt es gut da an mir und noch nichts mehr da. Ah, okay. Wisst ihr, was ich mache? Was? Ihr kommt jetzt zwei hier klar, oder? Normal müssen wir jetzt klarkommen, ja. Wie voll bist du schon? Ich habe jetzt 21%. Ich bin schon auf dem Rückweg. Pass auf, ich knapp mit dem Hexer. Nach dem Hexler. Presse. Wir haben keinen mehr. Was haben wir keinen mehr? Wir haben nur einen Hexler. Presse. Achso, Presse. Ach, zum Strohpresse? Ja. Ja, das ist eigentlich eine gute Idee. Weil wenn das uns auch noch kaputt geht, wir haben keinen Strohverkehr zum Einstreuen. Das wenigstens das ein bisschen noch. Dass man das wenigstens da noch ein bisschen was retten kann. Also ich habe jetzt auf 6 Tage hochgesetzt. Ja. Ja, bis der Ding, dass Sebastian wieder kommt, müssen wir eigentlich mit einem 6 Tagen klarkommen. Ist eine reale Spielzeit, da kommen wir schon klar, ja. Irgendwo, ja doch. Ah, da steht er. Da kann man die Drescher eigentlich auch bald wieder zurückholen von den Feldern. Die brauchen wir dann eigentlich dort auch nicht mehr. Ne, die können wir schon. Einer ist schon weg. Einen habe ich schon wieder zurückgefahren. Ah, okay. Mhm. Na, aber ich glaube, der Ertrag von Mäusen ist schon nicht mehr so gut wie vorher. Der ist schon gut. Obwohl, ja, fühlt sich eigentlich doch ziemlich schnell. Ja, okay. Auf welcher Fläche war das? Die 9 war das, ne? Ja. 9, ja, genau. Robin kommt auch gleich. Ah, super. Dann hätten wir ja 3 Abfahrer. Ja, wir haben nur eine Presse, ne? Nur eine, ja, genau. Also hätte noch einer mit pressen können. Oder man mietet uns auch nicht und bringt sie dann gleich wieder zurück. Ja, wir müssen jetzt, ich glaube, den Überladewagen müssen wir auch noch zurückgeben. Der ist auch nur gemietet. Ja, wir haben ja eigentlich der Wagen, wo es automatisch auflädt. 96, 97, 98, 99. Voll. Einfach rechts am Silo hochfahren und dann rückwärts abkippen. Okay, ja. Oh ja, das ist schön, schön verdichtet. Nichts runter. Nee. Aber es lässt sich nur Presse, oder? Ja klar, aber. Okay. Aber der Ertrag ist gleich null. Okay.
Da brauche ich mehr Sprit als. Wenn es wenigstens so ein paar Balle sind. Verlust haben wir schon genug mit, dem, mit der Frucht, wo uns kaputt gegangen ist. Ja, über das halbe Feld, ja. Das ist das, was ich sage, das mit dem Sieben. Ja? Wir müssen, wenn der Sebastian wieder da ist, müssen wir uns vielleicht mal Gedanken machen um eine größere Mähdresche, damit es schneller geht. Na, sollten uns Gedanken darum machen, ob wir sagen, wir schmeißen Seasons raus und machen Quark Control mit rein. Das Quark Control macht grundsätzlich das gleiche wie Season. Okay. Nur, ich kann meinen. Der Server stoppt ja. Jetzt. Mhm. Wenn wir ausmachen. Quark Control ist so gebaut. Also mit der Datei, die es dafür gibt, mhm. für die Map, dass du mit 8 bis 9 Leuten die komplette Map bewirtschaften kannst. Okay. Ist ja da bei Hohen Lookout auch, die Motorsäge, die auch 8 Leute, um sie ideal zu bewirtschaften? Genau, mit dieser Mod alle Flächen. Okay. Mit allen Düngestufen, mit allem Drum und Dran, mit Pflanzenschutz. Oh, Kalk brauchen wir nachher auch ganz schön viel. Heieiei, da habe ich mit Sebastian schon neulich drüber gesprochen. Ja. Wir sind ja sowieso allgemein sehr ressourcenknapp, ne? Kein Kalk, kein. Wir haben nichts. Nee, alles wird richtig teuer. Muss man kurz schauen, hat für euch jemand einen zweiten Bildschirm, wenn man sieht, dass. Ja. Okay, wenn der Robin reinkommt, will. Ich habe gerade das Aufnahmeprogramm drin. Ich müsste ja, kurz. Kein Problem. Ja, okay. Und diesen Inhaltsvehikel muss mit rein. Ich krieg die Gräser und dann Shuttle Control. Überhaupt nicht abgefahren. Deshalb gibt es jetzt bei ATU 20% auf alle lagernden Winterreifen und 35% also auf ausgewählte Reifenmodelle. Nur solange der Fahrer nicht schlecht. Alle Infos in ihrer ATU-Filiale und auf ATU.de. ATU läuft. Boah, heute habe ich einen neuen Fan gesehen, einen Neuner mit der Front vom Tausender. Ach, der ist scheiße. Bin schon gefahren. Voll. Haben wir ja irgendeine Scheiße mit der Getriebesoftware gemacht. Okay. Gut, Gobi. Ah, bei dem John Deere Häcksler muss ich immer gleich ein bisschen versetzt fahren. Der hat so ein kurzes Auswurfrohr, dass ich nicht dahinter fahren kann. Ja, der fällt jetzt geradeaus weiter, oder? Was meinst du? Der fällt jetzt komplett geradeaus weiter, oder? Ja, der müsste eigentlich bis hoch an der Autobahn fahren. Gut, dort haben wir noch ein kleines Stück It angesät. Wir hatten auf der Rampe abgekippt. Okay. Ganz schlecht. Wenn ich nächstes Mal abkippe, lasse ich so lange abkippen, bis er stoppt und dann fahre ich wieder ein Stück vor. Ist vielleicht besser. Am besten ganz, also wir müssen mal gucken, dass wir die Rampe jetzt wieder hinkriegen. Mhm. Und dann, wenn man oben gerade auf der Rampe draufsteht, auf der rechten Seite abkippen. Ah, okay. Mhm.
Was hat der für Arbeitsbreite? 9 Meter wahrscheinlich, der Häcksler, oder? Wie alt bist du? 87. Ja, okay, dann muss er halt nicht stehen. Nur mal so zur Info, ich mach pro Bahn so ein bis so zwei bis drei Beinen. Das geht doch, oder? Ja. Also dadurch hast du recht. Das ist besser wie gar nichts. Wir haben zu früh aufgehört. Wir hätten mehr Bahnen ziehen sollen damit. Ja. Ja, ich habe hier ein Problem. Alles da rückwärts zurückstoßen. Heieiei. Ja, da kann ich drum drehen, muss ich halt das Stück zurückstoßen. Ist auch mal ein bisschen eine Herausforderung. Mal ein ganzes Stück zurückstoßen, weil ich da nicht umdrehen kann in der Gasse. Da hätte ich den ganzen Teil vom Mais kaputt machen. Ja, geht ja besser, wie ich gedacht habe. Was musst du mal mit Wheel machen, wenn du mal 800 Meter rückwärts fahren musst? Also ich bin schon 8,28 mit Tridium gefahren. Das ist schon eine Herausforderung, das Ding rückwärts zu brechen. Das glaube ich, ja. Also 5 Kilometer oder was? Ja. Auf Baustelle. Ihr kennt doch die, wie heißt sie? Die Kandelin. Ja. Ja. Das ist die Fläche mit 128 Hektar. Diese keilförmige Stück. Okay. Den Betrieb kenne ich so gut. Nein, zu gut. Ist das auch Landwirtschaft? Ein landwirtschaftlicher Betrieb, oder? Naja. Ah, okay. Wir haben in Villa 5000 Milchkühe. Boah, okay. Mit Nachzucht. Also, was ich dir erzählt habe. Mhm. Tage. Ist der Betrieb. Okay. Ist die Kandelin, gell? Ja. Aber von der Fläche her ist die Map nicht so groß, oder? Die Map selber ist ja nicht so groß. Das ist eine Vierfach-Map, wie hier die. Okay. In Wiel haben die aber um einiges mehr Flächen, ne? Ja, klar. Ja, das hätte gut hohen Luca, oder? Die haben, ich glaube, über 4000 Hektar. Ja. Im Reale. So viel hat die ganze Map, ja. Mhm. Also, großes Verhältnis. Muss ich gerade mal gucken, wie das Wetter aussieht. Ich glaube, die haben für. Was haben wir denn heute? Samstag oder Sonntag? Was geht? Ich glaube, die nächsten Tage haben sie wieder Regen. Aber ich glaube, Maishäcksler kann man, wenn es regnet. Normal, also will ja. Mhm. Das war die Fläche, wo ich gesagt habe. Du kannst die Rampe vorwärts hochfahren. Vorwärts? Du kannst hier vorwärts hochfahren. Ah, und auf dem Ding umdrehen, okay. Dann, ja. Und dann rückwärts abkippen. Also auf der. Da, wo ich gleich stehe. Ja, okay. Und du musst ja überlegen: Wir haben auf der Viertel ihrer Fläche haben die Silomais stehen. Die haben rund 1000 Hektar Silomais. Boah, Wahnsinn. Und dazu kommen dann noch 500 Hektar, wo die Gras haben. Boah, Wahnsinn. Wo drei Schnitte gemacht werden. Mhm. Also die haben einen Häcksler eigen und Lohnunternehmer kommt nochmal mit drei Häckslern.
Seht? Ach, nee. Warte. Dies Jahr waren es dann irgendwie gebiss, pro Häckselkolonne zwischen 8 und 16 Abfahrer. Boah, okay. Also 16 Abfahrer, das ist dann eine Fläche da. Die sind dann 35, 40 Kilometer vom Hof weg. Okay. Aber jetzt. Ja. Und jetzt rückwärts daher. Und hier, wo ich stehe, abkippen. Okay. Au, oh, die Silo, da geht auch schon an der Seite ganz schön was raus. Ja. Ja, wir kommen bei S. Kollision ist gleich fast null. Ja. Weiter. Stopp. Da kann man abkippen. Geht das? Ja. Ja, wunderbar. Meist liegen bei denen macht Spaß mit 12 Meter, das ist schon geil. Ich glaube die größte ist bei uns, ich glaube 18 Meter im Spiel. Ja, in-game, die fährst du aber will nicht, weil es unwirtschaftlich ist. Ja, klar. Die Maislege lohnt sich für den Betrieb nur, weil er mit weitere 5000 Hektar im Lohn gesät werden. Ja. Und wir 6000 Hektar im Jahr machen. Auf die Idee wäre noch gar nicht Kunde rückwärts abkippen, dass man nie Silo schieben braucht. Also so macht es mehr Sinn. Also die rechte Rampe am besten ganz lassen und dann rückwärts. Ja. Das habe ich gerade gesagt, aber wirklich, das bleibt immer bei ungefähr 100%. Ja, zwischenzeitlich müssen wir nochmal ein bisschen drüber fahren zum Verdichten, aber ansonsten geht. Aber wenn du mit dem Traktor ein paar Mal drüber fährst, ein, zwei Mal, ich denke, dass es dann ziemlich gut funktioniert. Oh. Dann können die Nachte die Fläche noch fertig machen hier. Der Häcksler fährt keinen Meter mehr. Hä? Oh. Wird leer. Na, ich bleib mal da vorne stehen. Im Servicewagen haben wir ja noch was drin. Muss noch mal neu positionieren, oder? Ja, der ist komplett leer jetzt erstmal. Ach, Tanke! Ja. Oh, okay. Da wollen wir ja ein Tankding holen, ein Tankwagen. Haben wir das? Ja, ein Servicewagen. Ach ja, der Chip. Ich bin schon unterwegs. Ah, okay, okay. Mache ich dir mal da die Gasse frei.
Muss ich gerade mal gucken im Wetterbericht. Die haben bis am Samstag um 9 Uhr. Ab Samstag 9 Uhr fängt es an regnen. Also jetzt am kommenden Tag um 9 Uhr. Dann bis um 12 Uhr und ab 12 Uhr wieder trocken. Und dann wieder ab 16 Uhr müsste es sein. Oder ab 18 Uhr. Da steht jetzt keine Uhrzeit dabei. Also halt dann unbeständig. Aber normalerweise müsste man meist häckseln können, wenn es regnet. Ach, da kommt nichts runter. Oh, da ist einiges kaputt gegangen. Heieiei. Ja, da wird uns nichts anderes überbleiben wie Untergrube. Ah ja, was willst du denn sonst machen? Ja, klar. Weißt du, wenn man das Zeug noch vielleicht GPS häckseln könnte, dann könnte man sich Biogasanlage werfen, aber das wird wahrscheinlich auch nicht gehen. Vergiss es. Heieiei. Ja, der Nachbar hat auch so ein Riesenfeld mit Mais. Auf dem 14er. Das ist schon der größte Schlag. Haben wir noch am Flächen? Wir haben nur die beiden Flächen, ne, die 6 haben wir noch. So, meine Freunde, für heute sind wir fertig. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.